16. Tumoraktionstag. Der 16. Tumoraktionstag fand am Samstag in Dessau-Roßlau statt. Die größte Veranstaltung dieser Art in Sachsen-Anhalt zog nicht nur Fachärzte aus den unterschiedlichsten Orten an, sondern bot auch Betroffenen und Interessenten einen Einblick in den neuesten Stand der Krebstherapie. Für jeden verständlich referierten Experten über das Thema und boten somit die Möglichkeit, sich vor Ort über neueste Entwicklungen zu informieren. Früher hätte man nach Amerika gemusst, um sich auf dem Laufenden zu halten. Heute geht das durch die weltweite Vernetzung deutlich einfacher, sagte Tumorzentrum-Vorstandschef Reinhard Schück. Jährlich könnte man von 500.000 Krebstoten in der Bundesrepublik 250.000 so behandeln, dass sie nicht sterben.